Hallo liebe YouTube-Freunde, heute werdet ihr die Konstellationen für den Monat Februar 2019 erfahren und was uns Nostradamus prophezeite. Hoffnung gibt es immer und davon brauchen wir jetzt im Februar sehr viel. Es lässt sich nicht verleugnen. Die Konstellationen in diesem Monat lassen uns Gewalt, Terror und Krieg das Schlimmste befürchten. Unter diesen Konstellationen waren in der Geschichte bereits schon mehrfach Kriege entbrannt. Wir haben Grund zur Sorge und Nostradamus rät, die Sorge nicht geringer zu machen. Gier und Fanatismus zeigen ihr hässliches Gesicht. Hass, Streit und Zwietracht machen sich breit. Indem jeder auf jeden mit dem Finger zeigt, wird die Welt nicht erfahren, wer das Unglück herbeigeführt hat. Hier die Prophezeiung Nostradamus. Nah vom Kampf und einer Seeschlacht ist der große Neptun im Alarmzustand. Der rote Gegner erblasst vor Angst, wenn er den großen Ozean in Schrecken versetzt. Das kann bedeuten, auch der, der den großen Krieg vom Zaun bricht, wird selbst daran untergehen und somit wird es keinen Gewinner geben. Was können wir im Februar erhoffen? Zunächst ist Wassermann-Zeitalter. Die Energie vom Wassermann steht für Rebellion, Gerechtigkeit und Freiheit. Und das heißt, dass diese Kraft Mauern anreißen und Fronten aufbrechen kann. Und dann gibt es allerdings doch noch einen Silberstreifen am Horizont. Ein Sonne-Jupiter-Sextil. Diese Konstellation findet am 8. Februar 2019 statt. Und Jupiter steht da wie ein Engel. Was bedeutet, dass wirklich Hoffnung da ist, dass wir diese Kriegsgefahr gut überstehen. Wir wissen doch, dass wir ohne Hoffnung nicht leben können. Und diese Hoffnung steht fest mit dem 8. Februar, sodass wir durchatmen können. Und dafür danken wir Gott. Seid gespannt auf die Prophezeiung für den Monat März. Bis dahin schicke ich euch lichtvolle Grüße. Eure Deria.